Hallo und herzlich willkommen zurück zur 36. Folge von GTA 5. In der letzten Folge haben wir mal in unserem kleinen, naja, nennen wir ihn mal, Ablagerungsdorf ein bisschen aufgeräumt, weil die auf einmal meinten, Mensch, dich können wir auch gut gebrauchen. Naja, haben sie halt gesehen, was sie davon haben. So, wir sind da oben immer noch auf dem Berg drauf und mich kotzt gerade der Berg so unvorstellbar an, weil ich hier nur am Rutschen bin und ich rutsche gerade überall hin. Yay, das macht so einen Spaß. Boah, jetzt hänge ich irgendwo fest. Ich steige jetzt einfach raus und nehme mir ein neues Auto und werde dann von dem Bullen wieder gejagt. Ich will kein neues Auto, ist so weit weg. Boah, ich will nicht mehr mit die scheiß Karre fahren. Die Karre ist schlimm. Die Karre... Hallo? Möchtest du jetzt mal einfach nur Gas geben? Einfach nur dahin fahren, wo ich hin möchte? Meine Fresse, ne? Ey. Ich sag da jetzt nichts mehr zu, bitte für Straße bin. So. Und ich rutsch drüber. So. Geht doch. Da fährt die Karre nicht mehr vernünftig. Das ist ja so ein Schrottteil. Boah, ist das Ding schlimm. Naja, wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal zum Flughafen eben hin, kaufen uns den Flughafen. Und dann gucken wir mal in der Mine nach, wo noch die Typen rumhängen mit der Kaution, was wir ja in der letzten Folge eigentlich schon längst machen wollen. Ich sehe nichts mehr. Haube. Danke. Die Karre lässt sich so unvorstellbar schlimm fahren. Die lenkt sich wie ein Stück Haufen. Ne? Also, puh. Wie so ein Stück Haufen. Mhm. Ich muss eigentlich ein neues Auto haben unbedingt hier. Geht ja nicht. Ja, eigentlich auf Straße, auf Asphalt. Bei dem scheiß Unwetter hier. So, wir sind da. Genau. Ich will hoffen, niemand. So. Nee, ich wollte aussteigen. Moment. Ja, so, der rutscht gerade. Mir ist gerade mein Kopf heraus aus dem Ohr gerutscht. So. Kaufpreis einer schönen Täuschenlieferung gegen Täuschenkopf. Was? Ja. Hey, D! Hey, what's up, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? Oh, I'm keeping it tranquilo, bro. You know, I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh, yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world. You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, it's gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple drops, you come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I, we got a good export story. Ah, okay. Ah, I'll be on the radio, man. That's great. Ja. Straßenlieferung. 5.000 für jede Straßenlieferung, 7.000 für jede Luftfrachtlieferung, plus Bonus für Gute und Benutzer für das Fahrzeug. Erledigen. Alles klar. Immobilie gekauft. Schön. Haben wir immer noch ein bisschen Kohle übrig? Ich kann jetzt theoretisch schon was machen. Ich will jetzt aber nichts machen, weil ich erst die Typen haben wollte. Deshalb suche ich jetzt hier ein Fahrzeug. Da haben wir eins. So. Wir sind jetzt hier gerade der Krankenwagen vorbeigefahren. War ja gerade irgendwie schrecklich gewesen, was hier im Hintergrund abging von der Party.
Jetzt wollen wir uns mal nicht verfahren, sondern wir müssen, wenn ich dann richtig sehe, hier hin. So. Zum 1.000.000. Male versuche ich jetzt mal irgendwie ins Tagebaugebiet zu kommen. Naja. Kann nur schief gehen. Ich werde bestimmt zwischendurch wieder abgelenkt, weil ich irgendjemand irgendwo hinfahren soll und ich kriege einen Anruf. Ich wollte ja schon öfters, glaube ich, hinfahren, ne? Irgendwann habe ich dann auf einmal einen Anruf bekommen und ich musste Leute quälen. Und, ja, ja. Ist das richtig, die Anzeige? Doch, sieht gut aus. Was? So kann ich denn hier nicht einfach hinten rausgucken? Oh. Ja, Entschuldigung. Ich hoffe, man sieht da jetzt einfach hinkommen. Ich will einfach nur da hinfahren. Bei meinem Glück habe ich jetzt gleich noch Bullen am Hintern. Steht ihr hier rum? Hm. Zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Wär hier eine Schlitterpartie geworden? Also, sag mal, was? Sag mal, geht's noch? Ja. Ups. Ganz behalten hat Geld, ey. Fetten Spacken. Ich fahre mir aber heute wirklich was zusammen. Das ist. Ja, so. Ich würde mich gerade. Was ist denn hier los? Sag nicht, jetzt hänge ich hier fest. Ach komm. Ich kam auch auf gute Ideen. Komm, das Let's Play mache ich hier nur aus der First-Person-Sicht. Damit man wirklich sehr viel Übersicht bekommt. Nord. Gott. So, muss jetzt hier rein. Weg da. Klappe. So, wo seid ihr? Nein, ernsthaft, wo seid ihr? Haben wir noch irgendwo ein Bild? Schon einer mit den ersten Großlieferung. Oh Gott, wo war das nur? Ron, Trevor. Warum kamen die ganzen. Ich habe ein U-Boot, das ist wunderschön für dich. Du nicht, Ron nicht, Cletus, Ron, Wade. Ron, Cletus, Ron, Wade. Nein, da bist du nicht bei. Ach da. Letzte bekannte Position. Also irgend so ein komischer Hügel. Ja, von der Minimap sieht es aus, als ob da vorne ist. Also wenn es genau das anzeigt. Wir sind hier unten. Oh! Wir können mal ganz kurz gucken. Da läuft einer. Okay, ich darf sie nicht überfahren. Oh, was ist denn mit dem... Ich weiß nicht, warum das Auto auf einmal so eingelenkt hat. Das Auto wird schon gewusst haben, warum... Don't you move! You're coming with me! No, stay away from me! Du willst jetzt nicht da wegfahren, oder? Oh, du Idiot! Jetzt muss ich mit der Tastatur lenken. Ich seh doch nix. Oh! Da nicht den treffen. Okay, you got me. Oh, that's better.
Now let's go before I change my mind on the whole dead or alive thing. So müssen wir hier einsteigen? In! Now! Einsteigen. Ins Klatschstart. Geht doch. Ja, ging ja relativ einfach. Come on, Bob, don't do this. Just let me turn myself in, please. No can do. I'm a dedicated servant of justice, my friend. Count yourself lucky I haven't trust you in duct tape and thrown you in the trunk. Although now I've said it out loud, I kind of like the idea. Please, they're saying I could get 5 years. 5 years! Whoa, hang on, remind me. What did you do again? You're giving off a sex criminal vibe. What? No! They're just trying to charge me with check fraud, money laundering, workers' compensation fraud. It's crazy. It was just a few payroll taxes, for Christ's sake. Okay, I'm listening now. You had me at money laundering. What's your play? It isn't really a play. You create a shell company, take out a minimal workers' comp insurance policy, then charge subcontractors a fee to use that company as a dummy paper trail for their undocumented workers. I'm just the middleman, really. Whoa, 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 whoa! I take it all back. You are officially the most boring criminal alive. Nah, jail's the place for you for sure. For the learning experience alone. Ja, wir liefern die trotzdem ab, weil wir Geld kriegen. Money. Jetzt brauchen wir erstmal wieder richtig Geld. Ja, what are you doing skulking around that quarry like a common toad anyway? You actually wouldn't find a toad in a quarry. It's too dry. Whoa! Are you getting smart with me, admin criminal? No, I'm sorry. I'm just really nervous. Question my questions again. I'll slit your throat and let you gurgle the answer. How you been, Trevor? Boy, am I glad to see you. Look what you brought me. Your relentless sunny disposition, it always puts a pep in my step. I aim to please. Well, witty banter completed, I'll give you my thanks. And I'll send you another file for your inspection. 10.000. Schön. Okay. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir was Neues bald bekommen. I'd invite you into the trailer, but the hoarding has got the better of me recently. Oh ja, ist kein Ding. Schön, so, das hätten wir auch. Wir könnten ja mal zum Flughafen fahren, können wir ja mal so eine Mission machen. Dann würde ich mal sagen, mache ich auch mal mit den Hauptdingern weiter. Weil ich hänge ja jetzt momentan schon so ein bisschen länger hier dran fest. Bei ganz vielen Nebendingern, da kommen mir wieder neue reingeploppt. Aber ich wollte unbedingt den Kautionsflüchtling bekommen. Ja, mit den ganzen Kautionsdingern und so klappt auch irgendwie nur in Amerika, oder? Weil man kann ja irgendwie auf Kaution rauskommen. Aber dann kannst du auch irgendwie wieder von normalen Bürgern oder so geschnappt werden und dann kriegst du dafür eine Belohnung oder ich habe keine Ahnung, wenn du wieder straffällig geworden bist. Das klappt hier, glaube ich, in Deutschland nicht so wirklich. Da gibt es ja auch auf Kaution. Wenn ich es richtig weiß. Oh. Aber, kannst halt, glaube ich, nicht von normalen Bürgern geschnappt werden, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall höre ich sowas irgendwie nur in Amerika. In Amerika ist ja, glaube ich, ein bisschen mehr möglich als hier. Zum Glück, also nicht, dass es hier möglich ist, ey. Oscar! Tango, Foxtrot, Whiskey! Oscar! Key! Oh, you're on the edge. I like that, I think. Okay, that plane is custom fitted for package drops. State-of-the-art radar, secure radio. It's tricked out, man. Really? Because it looks like it was made by a child for a school project. You're just a typical classic light aircraft enthusiast enjoying his midlife crisis. Low profile. My middle name. Okay, radar's working. You're up on the screen here. We got two deliveries. I put in the coordinates. You make the drops. You get out of there. Easy. Roger! Oscar! Trevor! Lief mir einfach wahrscheinlich. Oh Gott, und das auch aus der Innenperspektive. Hehehehe. Wäre doch wie lustig mit dem Landen. Naja.
Dann muss ich jetzt mal irgendwie hinkriegen. So, Fahrgestell ist auf jeden Fall reingefahren. Kann man an den schönen Lichtern sehen. Aber da scheint ein Umkreis. Aber da oder. Okay. Jetzt muss ich gleich nur noch wissen, welche Taste ich am besten drücken muss. So, da vorne muss ich hin. Da vorne sind am Qualm. Ich bin mal gespannt. Ah, okay. Sehr schön. Ich weiß ja nicht, wie viele Fehler wir machen dürfen. Wie viele Pakete wir dabei haben, sonst muss ich das Ding, glaube ich, von neu anfangen. Nur bis jetzt geht's ja noch, ne? Können wir ein bisschen Musiker machen. Ach, die Aussicht ist super. Und so. Die ist echt einmalig. Die Sonne erinnert mich so ein bisschen an, an The Witcher. Dass ich momentan auch im Zocken bin hier auf dem Kanal. So. Ein bisschen tiefer. Moment, hier lebt doch gar keiner mehr. Another package received. Muy bien. That's all the drops done. Come on home now. Alles klar, wir können zurück. Muss gleich mal gucken mit dem Landen. All good, Trevor? Oscar, que onde, compadre? Hey, I didn't know you spoke a real language. Dame una mamada. Llama mamacita. Shit, man. Do you even know what you're saying? I learned everything I know from some lovely ladies just south of the border. Ah, okay. How long you been up here anyway? You seem to know your way around. Maybe 5 years on and off. I pretty much stay north now. Too much competition. Have to stay visible. And you? I mean, even I know that ain't a San Andrean accent. Sandy Shores, few years. Self-destructive right-wing misfits, math guns, incest. Closest I could find to the Midwest. Whoa, 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 okay. Ungefähr ein Gefühl bekommen, wie groß das Flugzeug ist. Na, komm. So, hat er gut hingehauen. So. Gucken, dass ich jetzt hier vernünftig rumkomme. Wie breit sind wir denn? Mist. So. Schmuggel in der Luft abgeschlossen. Bonus, Zeitbonus. Schön. $7,250. Wenn wir schon einmal hier sind, nehmen wir das Auto direkt auch noch mit. Komm. Was soll der Geiz? So, I'm sitting in a go-kart with nowhere to go. That's an all-terrain vehicle, fitted with GPS tracking system, CB radio. That'd be the radio we're talking on, man. We use these to pick up the shipments. There's a plane making a drop soon near a mobile home off East Joshua Road. Make it fast. Those rednecks have been sniffing around. I think you'll find rural American is the politically correct term. And I think the cops got eyes on us, so try to avoid the main roads. Is there anyone who doesn't know about this? Fahrt zu einem Wohnmobil. Ich soll. Wenn du so lange auf der Straße bleibst, rufst du die Polizei auf dem Wart. So. Okay, hier kam auch eine Lieferung an. Muss ich dafür aussteigen? Verdammt. Na komm. Lauf, 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 lauf. Wie denn? Package on board. Fahre zurück zum Flug. Okay. Das ging ja einfach. Nice work. You got there so fast. They didn't even see you coming.
Kann ich auf der Straße fahren oder so? Oh, fahren wir hier lang. Ja, ist bestimmt eine gute Idee. Das ging auch ohne Probleme. Sieht doch gut aus. So, immer hier abbiegen. Cool, die blauen Lichter. So. Abgeschlossen. Ja, mal kurz in die Luft boxen. 5000. Nice. Ich lege. Wat? Moment. Wir haben neue Informationen. Was haben wir denn da? Look who it is. Larry Tupper. Der Larry. Letzter bekannter Aufenthaltsort. Wo soll das denn bitte sein? Was? Ist da hinten eine Brücke oben rechts unter der Uhrzeit? Dann ist da noch so ein Knick. Eigentlich ein Knickding. Das kann ja überall sein. Ich habe ja gar nicht alles aufgedeckt. Na toll. Ich glaube, ich muss mir mal ein Flugzeug schnappen und einfach über die Berge fliegen, damit ich hier die Karten aufgedeckt bekomme. Na tolle Wurst, da kann ja überall sein. So hier irgendwo oder... Ich glaube, hier weniger. Hier ist, glaube ich, der Flugplatz. Oder hier. Na toll. Hehehe. Ja. Ich habe gerade keine Ahnung, wo es ist. Vielleicht finden wir später mal irgendwie raus. Wenn wir uns da besser auskennen. Was hatte ich denn vorgehabt als nächstes? Was ist ein H&S? Können wir mal hinfahren. Wie gesagt, ich habe mit Trevor hier so viel zu tun. Boah, jetzt wird es aber langsam wieder ganz schön warm hier. Bei mir zu Hause. Oh, ich glaube, das war ein Hase. Weil jetzt am Wochenende soll es ja irgendwie wirklich extrem warm werden wieder. Und es knallt hier gerade so schön die Sonne hier rein. Und jetzt wird es gerade wirklich heiß. Also... Ich habe sogar Fenster schon auf. Weil ich dachte, Mensch, noch keine Sonne da. Machen wir mal ein bisschen Fenster auf. Aber jetzt geht es gerade hier wirklich ab. Wenn ich hier wirklich kein Fenster drin auf habe, dann gehe ich hier wirklich drin ein. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ich sag noch ein paar Mal wirklich. Uäh. Ich habe es ausprobiert, also... Auch wenn es draußen wirklich brüllend warm ist und wenn ich hier drin das Fenster dann zumache, dann wird es einfach hier noch heißer drin, weil der Rechner hier noch am Arbeiten ist. Und die Grafikkarte und der CPU produzieren natürlich auch noch ganz schön viel Wärme. So, auch wenn es wirklich draußen 100 Grad ist, muss ich das Fenster aufmachen, weil es hier drin garantiert wärmer ist als draußen. Wo muss ich denn da eigentlich hin? 4 Kilometer. Ich bin mal gespannt. Ich habe irgendwie die ganze Zeit den falschen Sendern, höre ich gerade. Mensch. Ich will mal nicht hoffen, dass es das irgendwelche Ärger gibt. Irgendwelchen Ärger mit der GEMA. Mit dem Reden und so. Das ist auch schon nicht mehr so wirklich. Ja, mal gucken. Ein, maximal 2 Folgen nehme ich nur auf. Da muss dann auch erstmal reichen. Da hilft euch zumindest wieder ein bisschen, weil ich GTA habe. Ich habe ja noch andere Let's Plays auf meinem Kanal laufen. Müssen ja auch weiter aufgenommen werden. Und zumindest startet jetzt bald bei mir zumindest die E3. Ich weiß gar nicht, wenn die Folge rauskommt. Ich glaube, da läuft die E3 sogar schon. Also wurden bis jetzt bestimmt schon ganz tolle Spiele vorgestellt, wo sich jeder darauf freut, wo zumindest ich auch. Ich freue mich irgendwie jedes Jahr so ein bisschen auf die E3. Ist ja immer hier und da so ein paar coole Spiele. Ich habe mich ja eigentlich auf The Division gefreut.
Aber ich weiß nicht, ob man dieses Jahr wirklich viel davon hört. Vielleicht hört man ein bisschen was, aber das soll ja angeblich irgendwie dieses Jahr auch noch nicht mehr rauskommen. Und da wurde auch alles wieder verschoben und die Welt soll kleiner werden und ich habe keine Ahnung. Und es gab ja schon irgendwelche Downgrade-Gerüchte. Ich habe mich wirklich auf das Spiel gefreut. Aber es kommt ja von Ubisoft und... Alter, was? Und da hört man ja jetzt in letzter Zeit nicht immer unbedingt die positivsten Sachen. Naja. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Jetzt hört hier die Map auf. Wo muss ich da hin? Tauchboot. Ach. So. Das Tauchboot. Hatten wir dafür irgendeine Meldung bekommen? Tauchboot-mäßig? Genü. Sollten wir da vielleicht mit dem Heli hinfliegen? Oder so? Macht das vielleicht mehr Sinn? Ich gucke mal ganz kurz nach. Hatten wir von Wade nicht irgendwas bekommen? Wollen Sie daran erinnern, dass diese Heli-Auswahl braucht? Du hast bestimmt vergessen, oder? Aus Fort San Dingenskirchen? Echt? Hey, kleine Rose, halt der Ausschau nach dem Heli. Ich habe ein U-Boot gesehen, Trevor, unten am Hafen auf dem Schiff. Du könntest irgendwie Treppe und. Du willst mich verarschen, sag jetzt nicht. Ich muss jetzt. Tauchboot. Sag jetzt nicht, ich muss irgendwie auf das Gelände kommen. Das ist jetzt ein Scherz. Mach keinen Mist. Ich kann nicht einfach auf das scheiß Gelände fahren vom Militär. Alter, die nehme ich doch auseinander. Hehehehe. Ich kann ja mal eben ganz kurz zum Startgebiet hinfahren. Zum Startgebiet, zum Eingangstor. Das müsste eigentlich hier vorne sein, wenn ich mich noch recht entsinne. Oh Gott. Jetzt kann ja lustig werden. Ja, der kommt da vorne. So, wie gesagt, zum Eingangstor fahre ich noch. Muss ich die Aufnahme beenden? Ich bin hier gerade am Schwitzen wie Hulle. Keine Ahnung, gerade ging es irgendwie noch, aber jetzt auf einmal so... Ja, schön. Mein Gott, geht doch einfach weg. Ihr stinkt. Na, ich muss sie gucken. Eine Folge will ich auf jeden Fall noch aufnehmen. Und dann muss es erstmal reichen. Also falls mal irgendwie nicht jeden Tag, also beziehungsweise alle zwei Tage mal es ja, eine Folge rauskommt, dann, ne? Kann es wirklich daran liegen, weil ich gerade nicht da mehr zukomme, weitere aufzunehmen. Komm ich hier einfach, kann ich aber durchfahren? Ich könnte theoretisch durchfahren. Naja, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht. Und ob wir da wirklich einfach durchfahren können, das sehen wir alles in der nächsten Folge von GTA 5. Bis zum nächsten Mal.